Ist Velvet dein echter Name? It is now. Noch eine Frage. Vergiss es, ich muss gehen. Auf eine Stripperin sollte man sie nämlich nicht ansprechen, weil sie bevorzugt den Ausdruck Tänzerin. Das weiß ich. So, hier ist nichts. Ist das überhaupt das Männerklo? Ich weiß das gar nicht. Das ist das Männerklo. Naja, es war ja keine Frau drin, also von daher... Scheiße, schnell raus hier. Gut, im Sinbin halten sich also Jäger auf. Gleiten! Nein, nicht dieser Jäger. Nicht dieser Jäger. Nicht der aus Spyro 2. Sondern Jäger im Sinne von Vampirjäger. Flock in Herz, ne? Und so weiter. Aber Flock im Herz ist ja hier nicht tödlich. Zum Glück. Dirty Dog. Ist immer schön, wenn die Leute ihr Passwort öffentlich irgendwo hinterlassen. Manager. Und ein Geldautomat. Und 50 Dollar. Nicht schlecht. Sieht ja keiner, ne? Sehr schön. Mich hat keiner gesehen. Ah, eine schicke Armbanduhr. Gleich mal abziehen. So. Piep. Piep. Saba. Piep. Show. Dirty Dog. Ey. Ist falsch. Okay. Da war Dirty Dog für was anderes. Sünder. Verriegeln. Feierabend. Wie gesagt, Feierabend. Fenster 1 kein Zugriff. Fenster 2 verriegelt. Fenster 3 verriegelt. Privat. Da kommt das Dirty Dog. Toll. Big, ich hoffe, er nimmt das so. Big John Farm. Nein, er nimmt es nicht so. Und mit Apostroph kann er leider nicht umgehen, okay? Bedauerlich. Logfile. Nochmal Sünder. Okay. Chastity. PS 120 Dollar. Okay. Jennifer. 100 Dollar, 250, 250, 150, 250, 550, zwei Kunden und 150. Und Carrie. 240, 350, 750 im Eselshop. 250, 250, 350, 250. Ah ja. Einnahmen von gestern. Verstehe. Gut, die Tür müssen wir noch öffnen irgendwie. Gibt's hier irgendwo einen Schlüssel? Rollstuhl, Alter! Tänzerin, alle Champagnerbestellungen in Zimmern aufschreiben, inklusive Klinken, Trinkgeld, Piepshow-Einnahmen und der PS. Passwort Sünder. Super. Toll, das weiß ich jetzt auch. Das Passwort habe ich nämlich schon eingegeben. Haha. Ha. Da geht's raus. Ich glaube, hier gibt's nichts weiter, ne? Nö. Nö. Ich hoffe, das ist jetzt kein Verbrechen. Das wäre nämlich jetzt bedauerlich. Da haben wir eine von ihnen. Eine von den Tänzerinnen. Frage ist, wo ist die an... Okay, sie ist noch da.
Wie wär's mit einer Gratisnummer in einem anderen Zimmer? I'll just go back into the Pleasure Palace. Mach das. Ja, geh doch raus! Geh! Sie will nicht gehen. Doch, jetzt geht sie. Perfekt. Und wir kümmern uns um Chastity. Von ihr können wir übrigens nicht trinken, weil sie nämlich als Boss au deklariert ist. Ey! Na also. Jägerin getötet, ohne Unschuldige zu töten. Okay, wir müssen nochmal die Disziplin abklingen lassen. Das Schwert können wir nicht an uns nehmen. Aber sie ist erledigt, das reicht uns. So. Ah ja, sie ist hier. Ich weiß jetzt nicht, ob unser Ventru das Blut abkann. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Weil sie ist Tänzerin, aber keine Prostituierte. Gib mir ein paar Sekunden, ich komme auf dich zurück. Okay, wir können also gar nicht erst von ihr trinken. Beziehungsweise nicht freiwillig. Ich probiere es mal, ob das geht. Kann er das Blut ab oder kann er es nicht ab? Nicht töten. Okay, er verträgt es. Das ist interessant. Also hier differenziert das Spiel zwischen Tänzerin und Prostituierte, also von der Schicht her, von dem Blut her. Also nicht vom Beruf her, nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird. Weil, bei dem Ventru heißt es ja, dass Obdachlose, Prostituierte und von Ratten vertragen sie kein Blut. Und Tänzerin ist ja eigentlich auch nicht gerade so prickelnd, sage ich jetzt mal so. Aber anscheinend reicht das für die Ventru dennoch aus. Was war das gerade? Ich habe mich gerade dezent erschrocken. Habt ihr das auch gehört im Spiel? Ich hoffe, das war im Spiel. Ich habe nämlich hier Fenster offen, deswegen, also... Könnte es auch genauso gut sein, dass es bei mir von draußen kam. Aber es hörte sich gerade nicht so an. Schnell speichern! Look who's back. Vivi. My friends call me Vivi. Velvet will do. Okay. Was diese Jägerin betrifft. Mm-hmm. Die Jägerin ist tot. If we'd never taken the paths we did in life, could we have grown fond of each other? A shame you had to take her life. But you've saved mine, and I won't forget that. Unglücklicherweise musste es soweit kommen. Yes. But through this ordeal, I've gained an enticing new ally. And I'm beginning to think it was fate. Ich auch. You're just saying what I want to hear. Don't stop. Das würde ich gern, die ganze Nacht. Aber ich fürchte, ich muss gehen. Poor, poor David Hatter. Dabei guckt sie mich so böse an. Wer? David Hatter is an aspiring screenwriter and hotel manager. He comes in more often than he would admit. Several years now. Poor dear, just can't get a break. I overheard him talking about his new screenplay with one of my girls. It was about secret societies and creatures that found themselves dealing with inner beasts and persecution by elder monsters. Sound reminiscent of something to you? Oh, er schreibt über Kains Kinder. Yes, the details of his story were too insightful to be coincidental. I think someone's working with David. A kindred who doesn't realize the consequences of their actions. Do you know what the penalty for revealing ourselves to Kain is? Eine Rechnung über $150. Natürlich, ist klar. Keine Weihnachtsgratifikation. Die Antworten sind schon geil, aber es steht darauf, der Tod. Death. I'm afraid poor David's big break. The screenplay he's worked so hard on must be destroyed.
and his less than silent partner must be executed. I know David too well. I'm very fond of David, and I'm too close to do what needs to be done. Bittest mich, Henders Drehbuch zu vernichten? I don't think Hatter knows his collaborator is Kindred. You'll have to take David's screenplay, and somehow you'll have to coax the name of his source out of him. Once you found out who, kill the traitor. But do not touch David. Das klingt ziemlich ernst. Ich werde die Wogen glätten. David works at the Lucky Star Motel. He's very passionate about his writing. He loves to talk about his craft. I'm sure he'll talk about his screenplay. It may take some persuasion to get him to give up his collaborator's name, however. Für ein paar Lacher wird schon reichen. After this is over, I promise, you'll have my complete attention. Ich werde mit Davids Drehbuch zurückkommen. Ja, das ist die zweite Quest. Die zweite Nebenquest von ihr, die letzte auch. Und danach werden wir mit der guten Lady nichts mehr zu tun haben. Sie ist übrigens eine Toreador und die Toreadoren haben ja eine... Toreadoren vor allen Dingen. Die haben eine besonders enge Bindung zu den Menschen, weswegen sie immer darauf besteht, dass wir keine Menschen töten sollen. Und das ist übrigens der dritte Ort, wo urheberrechtlich geschützte Musik läuft. So ganz nebenbei erwähnt, da werden wir auch noch reingehen. Aber jetzt gehen wir erstmal zum Lucky Star Hotel. Denn wir haben ja, glaube ich, noch einen Hinweis aus Downtown. Wo war das? Hier, Zimmerschlüssel für des Lucky Stars. Das hatten wir in dieser Einbruchbude gefunden, wo wir den Obdachlosen aufgegriffen hatten. Und dort müssen wir jetzt hin, um herauszufinden, zu welcher Tür dieses Schloss passt. Zu welchem Schloss diese Karte passt. Oder dieser Schlüssel. So. Sorry, no vacancies. Sind Sie Hatter, der Schreiberling? Writer ist such a tarnished term, you know what I mean? It's like every other guy says he's a writer, right? You write a letter, you're a writer, you know? It's like, what I do, that's like. That's screenwriting. Like, I encapsulate the essence of excellent film in my scripts, all right? Like, I'm like a blacksmith with pens, right? I'm a welder of montage. Ich hörte, Sie schreiben an einer Vampirgeschichte. Me? I'm like looking to redefine the vampire movie, okay? Like, tons of people make vampire flicks, like popular characters. But me, I'm gonna be doing the real deal. Like, not only is it gonna be scary, but it's gonna be believable. Sie haben hier nicht zufällig eine Kopie Ihres Textes herumfliegen? A good writer always does in this town. Hey, you in the business? Man, I got tons of ideas for movies. In fact, I should give you one of my completed screenplays. This one's still a work in progress. Ich kenne ein paar Leute, die daran interessiert sind, einen Vampirfilm zu machen. You do? Man, that's fantastic. I can give you my screenplay if you promise to keep it safe. Machen Sie sich darüber keine Gedanken. Sagen Sie, haben Sie irgendwelche Mitautoren oder sonstige Helfer? Glauben Sie nicht, dass auch er berühmt werden will? Ich meine, wer will das nicht? Okay, okay, he's a guy, he calls himself Julius, he lives under the pier. In fact, I'm supposed to meet him tonight. We talk about vampire film ideas all the time. He's a weird, weird guy, but really creative, you know, I love how his mind works. Danke, ich werde jetzt gehen. Ja, Julius also. Er ist der Verräter. Um ihn werden wir uns noch kümmern. Aber jetzt schauen wir uns erstmal am Lucky Star selber um. Kann ich die Tür hier öffnen? Das Spiel sagt nein. Ich sage aber ja. Seht ihr? Wo ein Wille ist, ist meistens auch ein Weg. Eine Brieftasche. Mit $200. Sehr gut. Geld ist ja bekanntlich nie verkehrt in dem Spiel. Hier ist nichts drin. Der Besitzer ist, oder der momentane Bewohner dieses Zimmers scheint außer Haus zu sein. Okay, hier ist nichts weiter. Da kommen wir nicht rein. Ach nein.